Über Pokémon-Karten freut sich jeder zu Weihnachten. Aber bei der Vielzahl an Produkten verliert man schnell den Überblick. Darum stelle ich euch heute die coolsten Pokémon-TCG-Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis vor. Denn man kann auch mit wenig Geld gute Artikel bekommen. Fangen wir mit etwas an für den kleinen Geldbeutel. Für 13 Euro bekommt ihr normalerweise ein Pokémon-Dreier-Blister. Diese sind überall erhältlich und gibt es in mehreren Ausführungen. Ich selbst bin immer ein Riesenfan von solchen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, man kriegt eine Promo, eine Coin. Da sind manchmal halt auch coole Promos dabei, wie zum Beispiel bei Astralglanz mit Evoli. Astralglanz nicht für viele das beste Set, aber ein sehr schönes Set zum Spielen als auch zum Sammeln. Genauso wie bei Silver Tempest. Ich werde natürlich noch einige Produkte mehr euch heute zeigen. Dementsprechend bleibt dran. Wir haben hier viele Preiskategorien heute, aber wir starten erstmal mit Astralglanz. Einem Set, wie ich schon sagte, was sehr, sehr spielstark ist. Gerade mit dem Palkia, was hier drin ist, was aber auch gereprintet wurde in einer Box. Also diese sind auch sehr zu empfehlen, wenn man diese irgendwo sehen sollte. Und unser erster Hit ist ein Hisuian Sneboss. Ich bin nicht der größte Fan von Sneboss. Der ist einfach so ein langer Lulatsch, wisst ihr. Aber Spicy Curry. Falls ihr vielleicht Leute zugucken sollten, die nicht wissen unbedingt, was sie ihren Liebsten kaufen sollen, ob es jetzt ein Deck, ob es jetzt eine ETB oder ein Blister ist, fragt da gerne nochmal nach, was deren Lieblings-Pokémon ist oder was sie vorhaben, ob sie mit dem TCG spielen wollen oder ob sie vielleicht wirklich nur ein paar Booster öffnen wollen, um Spaß zu haben. Wie dieses Kombi, das ist zuckersüß. Und ein Regieis. Der ist nicht so süß. Der ist explosiv. Atmurai auf dem Cover. Letztes Booster. Astralglanz. Schauen wir rein, ob es glänzen wird oder ob wir zum nächsten übergehen. Und ob es dann glänzen wird. Schmerbe. Trifft Zeppeli. Und Bravery. Aber ein Smart Card. Das ist tatsächlich eine spielbare Karte. Die brauchte ich. Silver Tempest. Auch hier eine Promokarte, eine Coin. Leider ist es nicht das spielbare Manaphy, was man im Deck spielt. Das wäre crazy gewesen, wenn sie das hier reingepackt hätten. Auch wenn das jetzt nicht großartig teuer ist. Aber es wäre cool gewesen, wenn man einfach so weiß, so, yo, das ist eine spielbare Karte, die man halt hier easy dabei hat. Gab es schon einige coole Pokémon-Artikel, wo das der Fall war. Und wir haben hier zwei geile Hits wohl. Ich glaube sogar, das ist eine Altart oder eine Fullart oder sowas. Wir haben Radiance im Sala und eine Workerin in Full Art. Nice. Junge. Alter, ich spüre gerade die Professor-Theme aus dem neuen Spiel halt, ne? Workerin in Full Art und Radiant, Alakazam. Gute Shiny. Und deswegen empfehle ich euch auch die neueren Sets eher. Also ab Brilliant Stars, weil hier hast du immer Chance auf mehrere Hits. Vigard Energie, auch eine sehr, sehr gute Karte fürs Lugia-Deck. Also das fängt schon mal crazy an, sage ich euch. Eine Shiny, eine Full Art. Die Workerin ist nicht die beste, aber ist eine gute. Wir haben wieder einen schwarzen Kron, das meine ich hier. Die Polrate kann hier so sein, wie alles. Wir können in jedem Päckchen eine Rainbow gefühlt haben, wenn wir Glück haben. Aber wir können ja auch natürlich gar nichts haben. Aber wir haben ein Chestnut in Wow. Falls ihr noch ein anderes Weihnachtsgeschenk braucht, kann ich euch sehr meinen Merch empfehlen. 100% Baumwolle, fair produziert, Stick als auch normales Motiv. Sehr, sehr geil. Mein Team und ich haben da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Mit Hand for the Silver oder dem normalen Zitronen-Shirt für das Zitronenwasser. Einfach tasty. Von daher, schlagt da gerne zu. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ebenso kann ich euch auch das hier empfehlen. Wenn ihr auf Dreierblister nicht so wirklich steht und eher irgendwas haben wollt, was ihr in der Hand habt, dann ist das hier auf jeden Fall das Richtige. Eine wunderschöne Tinbox von Giratina haben wir hier auf Deutsch. Ich habe die Deutsche hier gewählt, weil sie erstmal günstig ist. Ich habe die für 18 Euro geschossen. Preise für alle. Ich habe die auf Card Market halt geholt. Ist auf jeden Fall ein Burner. Dabei haben wir eine Promokarte, die nicht nur wertvoll, sondern auch spielstark ist. Giratina ist ein sehr gutes Deck in Lost Zone. Und wir haben hier, wenn ich mich nicht irre, 4 Booster verlorener Ursprung, Schaurige und Kampfstile. Im Englischen haben wir jetzt 2-mal Fusionsangriff, was ein bisschen besser ist. Aber Kampfstile hat trotzdem ein paar spielbare Karten und auch ein paar nice Art Arts oder Full Arts. Dementsprechend schauen wir rein, ob wir hier eine ergattern können. Sensekt. Ciao. Knogger. Oh, wir haben tatsächlich ein Ziel. Preise. Die V-Karten sind auf jeden Fall am Start heute. Ich weiß selber, das ist sehr, sehr schwierig, irgendwie Geschenke zu machen für Verwandte oder Freunde oder ähnliches. Und bevor man was Falsches kauft, kauft man da lieber irgendwas Sicheres. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass ich einigen von euch helfen kann. Gerade bei den... Oh mein Gott, wir haben hier was. Wir haben einen Baumpel mit Glück und wir haben einen Relaxo. Der gute Junge. Und Demeteros. Relaxo Character Rare. Der lässt es sich schmecken, ey. Genauso wie ich zu Weihnachten. Ey, Sederstärke und Luminion. Ein weiteres gutes Produkt ist die Arceus V-Box für 25 Euro. Da ist nicht nur eine spielstarke Promo enthalten, sondern auch 4 Booster Packs. Darunter sogar ein Welten-Wandel-Pack, was über 10 Euro kostet. Und eine coole Arceus-Figur. Juhu! Also wirklich ein sehr starkes Produkt. Kommen wir mit einem kleinen Geheimtipp von mir an euch. Und zwar das hier. Die Professor Juniper Box. Diese ist nicht nur ein
cooles Item zum Collecten, sondern ich habe das Ding für 33 Euro geholt und wir haben hier einiges drin. Für Leute, die mit dem TC gern fangen, eigentlich perfekt, denn du hast hier eine Münze, die hier ist mit der guten Juniper drauf. Du hast hier Würfel dabei, du hast hier halt auch die ganzen Marker dabei, die du für das TCG brauchst. Es sind Sleeves dabei und eine Deckbox. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Zero für 33 Euro? Das ist ein bisschen viel. Und da habt ihr recht, denn wir haben hier noch ein paar Karten drin. Und die schauen wir uns jetzt ganz genau an. Eine Professors Research Karte, eine sehr, sehr spielstarke Karte, wird fast in jedem Deck gespielt. Handdiskarten, dafür 7 Karten ziehen, mega cool. Und wir haben hier eine Holo-Variante mit Swirls und noch eine und noch eine. Und fürs Playset haben wir noch eine Full-Art-Karte davon am Start. Ist extrem cool, kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, ist eine sehr, sehr spielstarke Karte. Dementsprechend finde ich ein Produkt, wo man jedem eine Freude macht, der auf jeden Fall mit dem TCG anfangen möchte. Oder halt eine gute Ausstattung. Denn, by the way, in dieser Box hier sind auch Booster-Packs drin. Ja, ja. Und zwar gar nicht so schlechte, wie ich hier gerade sehe. Brilliant Stars dreimal. Du hast Fusionsangriff, was auch eines der stärksten Decks überhaupt hat mit Mew gerade. Evolving Skies und Chilling Rain. Das sind nur gute Sets. Also versucht, diese Box euch irgendwie zu holen. Also ich finde das amazing. Also ist die englische Variante halt. Ne? Die deutsche kann natürlich andere Packs haben. Aber dass es so krass ist, das hätte ich nicht gedacht. Also dass diese Box so insane ist. Dynamo, Dynamo, Felix, Shauna in Rainbow. Die gute Shauna, Alter. Shuffle your hand into your deck, then draw 5. Wer nicht Deckout gehen möchte, spielt eine Shauna. Aber die Shauna ist jetzt nicht so das allerbeste, würde ich sagen. Aber dafür ist eine wunderschöne Trainer. Full Art-Karte. Und ähnlich hier wie bei Displays auch eine Ratio, die nicht vorherbestimmt ist. Das heißt, du kannst hier alles drin ziehen. Machen wir weiter mit Fusionsangriff. Wie gesagt, hier gibt es viele sammlerisch geile Karten, aber halt auch sehr viele spielstarke Karten, denn der Fusion-Part wird sehr, sehr häufig und gerne gespielt im Meta gerade. Und ist immer noch ein sehr, sehr brachiales und starkes Deck hier. Fusion Strike Cross Switcher, auch mega gut. Gucken wir mal rein, ob die brillanten Sterne nochmal leuchten wollen für uns. Ah, ein Shaman! Ist jetzt nicht die coolste Karte, aber ein Shaman. Beziehungsweise eine V-Star. Sinus Ambition, auch nice. Also ihr seht schon, man hat hier immer coole Karten dabei, mit denen man was anfangen kann und die man eventuell sogar für ein Deck oder ähnliches nutzen kann. Evolving Skies, schauen wir rein, vielleicht ziehen wir das nach Tara. Auch hier wieder, das gute Pumpkaboo. Auch eine extrem gute Karte halt. Also im Lugia-Deck wird das gespielt. Pikachu haben wir hier, auch nice. Ich glaube, wir haben sogar einen Hit. Kann das sein, dass wir einen Hit haben? Hitmonchan? Milotic! Bisschen off-center. Letztes Brilliant Stars. Eventuell nochmal etwas Nices für uns, denn wir ziehen hier immer was Gutes. Raikou! Auch extrem gut für Lost Box oder ähnliches. Also auch eine Karte, die extrem nice ist. Alter, wir ziehen nur gute Karten. Ich bin richtig happy. Als nächstes sind wir ungefähr bei 40 Euro angelangt. Und da kann ich euch diese Sachen hier sehr empfehlen. Es sind schöne Boxen zum Hinstellen. Und gleichzeitig finde ich die Preis-Leistungs-Möglichkeit eigentlich sehr gut. Du hast ja eigentlich alles drin, was du auch zum Spielen brauchst. Und natürlich auch Booster-Packs. Wir haben jetzt zwei Varianten. Ich würde diese hier tatsächlich erst sealed lassen, die Giratina-Box. Let's be real, Giratina zum Hinstellen ist auch geiler als ein Bullpix. So, mein Lieber, du bleibst da. Shazam! Sleeves, Energies fürs Deck, Würfel und es ist auch ein Büchlein dabei zum Abhaken. Puh, und auf jeden Fall ein paar coole Karten. Wie gesagt, ich liebe gerade das Lugia-Deck. Ich war damit ja auch auf den Regionals und habe damit auch gespielt. Dementsprechend, wie ich abgeschnitten habe und was da so passiert ist, werdet ihr noch erfahren. Regileki V-Max. Sehr schöne Karte. Die neuesten Sets sind meist halt die safesten, die man sich kaufen kann. Denn hier macht man nichts verkehrt halt eigentlich. Je neuer die Karten sind, desto besser ist es zum Spielen. Und let's be real, die neueren Karten sind auch meist irgendwie von der Mechanik oder ähnliches besser. Hier hast du halt nochmal das gute Set dabei mit dem Trainer Gallery Slot, wo du auf dem Reverse Hit halt auch nochmal eine Full Art oder ähnliches ziehen kannst, was du bei den älteren Schwert- und Schild-Sets halt nicht hast. Dementsprechend einfach auch sehr viel stärker. Lalalala, Anton! Serpiroyal! Kurz für eine Sekunde gehofft, dass Lugia ist. Die wurde mir ja leider bei meinem Godpack-Video gezogen von dem guten Paul. Oh! Let's go! Sei ihm gegönnt und ich habe damit auch gespielt. Aber Serpiroyal, Alter, ich habe so oft Serpiroyal jetzt schon gezogen. Ich glaube, ich mache damit ein Deck. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Lesen wir mal. Oh, lol, doch, die ist doch nice, Alter. Hiermit kannst du Energien switchen von deinem Pokémon im Team. Macht 190 für 3. Und du machst 60 mal Energien, die du halt im Spiel hast. Okay, stabil. Vielleicht mache ich ein Fun-Deck daraus und battle damit einfach ein bisschen auf einer Hobby-League oder sowas. Mega cool. Fun-B. Anorid Arcani. Der gute Junge. Was haben wir hier? Eventuell eine coole Karte, Schnäppke. Garnoville. Fix.
Strahlendes Simsala, Alter. Warum ziehe ich diese Shiny immer? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, was sehe ich am Schluss. Und das Shiny Simsala. Aber hey, es freut mich immer, coole Karten zu ziehen. Ihr seht es zuerst. Der Booster Opening von diesem wunderbaren Set. Komm schon. Nice, einen Abschluss brauche ich. Ein Abschluss. Irgendwas glitzert. Komm schon. Serena haben wir. Sehr, sehr gute Karte. Arena-Trainer. Traumfugil, Weimar, Kramurks. Oh mein, okay. Halt, Art, Zaraora und Magiona. Das ist schon ziemlich gut. Gute Box. Neben den Elite-Trainer-Boxen gibt es auch Bild- und Battle-Boxen. Dort sind 12 Booster insgesamt, 2 Decks und TCG-Zubehör enthalten. Dieser Artikel ist einer meiner absoluten Favoriten, da 50 Euro ein guter Preis für den ganzen Inhalt ist. Kommen wir zur letzten Box, und zwar diese hier. Und zwar ist das die Pikachu und Zekrom GX Goldbox. Ein sehr gutes Collectible und gleichzeitig auch noch 10 Booster drin. Und das ist halt wirklich eine Box eher für Sammler, weil diese Karte, die kannst du grainen lassen, die kannst du hinstellen, die kannst du in dein Bein reinpacken, dann machst du auch nichts verkehrt mit. Ich glaube, da wird sich jeder drüber freuen. Extrem schön und gerade für ungefähr unter 60 Euro, glaube ich, noch auf Card Market, wenn ich mich nicht recht irre. Schwer in Ordnung. Dazu noch eine XXL-Karte und einige Booster, die leider nicht mehr so aktuell sind, wie Kampfstile hier. Aber Kampfstil hat trotzdessen einige coole Karten hervorgebracht. Schauen wir mal, ob wir einige ziehen können. Balim, balim, wir haben Schlup. Slash. Aber Chilling Rain ist es, sage ich euch. Ich habe in Chilling Rain kaum bis gar keine Altarts gezogen. Also Chilling Rain, wenn du Bock hast, mir eine Altart zu geben. So, jetzt on the fly. So, jetzt hier gerade schnell. Tornadus. Der punchende Boss. Wir wollen natürlich auch ein bisschen, ne, das ist ja eine Box zum Sammeln, sage ich euch. Dementsprechend wollen wir was zum Sammeln haben, Alter. Wall Rain, ey, den sammle ich doch richtig gerne. Wir haben zweimal Porygon 2 gezogen. Das ist doch irgendein Error. Da ist irgendwas nicht richtig. Okay, Felinara auf dem Artwork. Schauen wir mal, ob Felinara hier auch im Pack drin ist. Ich würde mich freuen über ein Felinara. Sei es eine V oder eine... So close. Wir haben einen Nachtara. Den nehme ich definitiv. Letztes Booster Pack. Nachtara. By the way, falls ihr noch ein Opening sehen wollt, wo ich einige Produkte öffne, kann ich euch das hier gerne empfehlen, was ihr jetzt angezeigt bekommt. Denn dort haben wir auch einiges gezogen. Regeleki, geile. Und dort sind bestimmt auch einige Produkte dabei, die ihr zu Weihnachten kaufen könnt.